Herzlich willkommen zurück zu Metroid Zero Mission. Wir haben im letzten Moment des letzten Parts noch das Kartenterminal erreicht. Ist doch etwas größer, als ich jetzt gedacht hätte. Ja klar, bei den blauen Markierungen waren wir ja immerhin schon. Und ich habe das Gefühl, dass ich oben rechts erstmal hin muss. Erscheint mir irgendwie sinnig, ich weiß auch nicht warum. Nicht wundern wegen meinem Räuspern. Irgendwie habe ich es heute Morgen wieder so ein bisschen mit dem Hals. Vielleicht war der Kaffee auch einfach zu stark. Keine Ahnung. Aber naja, das geht bald wieder weg. Vielleicht ist das jetzt auch nur in diesem einen Part. Ich denke jetzt mal nicht, dass ich jetzt irgendwie wieder eine Erkältung haben werde. Habe auch extra versucht, mich nicht zu luftig anzuziehen. Jetzt gerade auch, wenn es ein bisschen wärmer wurde. Rechts. Ups. Ups. Diese komischen Krabben sehen auch irgendwie... Ja. Den traue ich nicht so ganz. Bin ich hier richtig? Diese komischen Dinger. Ich habe das Gefühl, die Blöcke fallen auseinander. Nee, ich glaube, ich muss noch einen höher. Das kommt mir doch bekannt vor. Hier hatten wir einen Missile-Container gefunden. Meine Güte, wir bauten sowas. Überall sind kleine Monsterchen. Das ist nicht schön. Selbst von hinten greifen sie mich an. Also echt mal. Genau, hier war diese komische Röhre. So, hier oben. Was war hier nochmal? Achso, das ist so einer von diesen Blöcken, die sich unter mir auflösen. Das heißt, ich muss irgendwie von oben da rankommen. Moment. Okay. Also man muss echt ein gutes Auge für dieses Spiel haben, finde ich. Jui! Und noch ein weiterer Missile-Container. Sehr schön. Sieht man es, ich bin runtergefallen und jetzt machen wir dasselbe nochmal. So, und oben angekommen und wieder so ein Krabbendings. So. Nee. Nee. Ach man, krabbel da doch nicht rum lang. Ich glaube, ich habe das Spielprinzip so langsam verstanden. Normalerweise, wenn ich sowas sage, renne ich dann wieder blindlings in einen Gegner rein. Ja. Huch. Das war gut reagiert, würde ich mal behaupten. Ohne zu prahlen. Wieder so einer. Hä? Tja, aber hier kann ich... Wie soll ich denn... Ich gehe mal einfach so lang. Huch, da war was. Nein, so und... Ah, gerade noch die Kurve gekriegt. Missile? Was ist das denn? Aber ich passe da rein. Schön. Und was habe ich jetzt damit bewirkt? Das Ding da leuchtet. Und jetzt? Was jetzt? Okay. Und wir haben mal eben einen Energietank auch noch dazu bekommen. Also ein rotes Pünktchen oben links. Sehr schön. Dann haben wir jetzt also mehr Energie. Und wir haben einen Speicherpunkt gefunden. Hier ist noch eine Tür. Aha, was hat mir das jetzt gebracht? Moment, da war doch noch ein Weg.
Ja, aber schön, dass hier ein Speicherpunkt ist. Gut zu wissen. Diesmal habe ich euch gesehen. Also, dass die Dinger jetzt an sind, das macht es mir doch jetzt etwas einfacher, würde ich mal behaupten. Wieso ist hier jetzt zu? Och, Mann. Da muss ich ja doch wieder außen drum rum. Ist ja doof. Also, ich muss hier lang. Schön. Hui! Ah, hier ist noch eine Tür. Gut. Gut, gut, gut. Das war ja ein sehr gelungener Sprung. Ist nichts. Nee, bitte Schande. Nein. Aua. Ich will. So ein doofes Vieh. Wie gut, dass ich vorhin noch einen Energietank bekommen habe. Nimm das. Meine Güte. Und bis halt. Teilweise verschwendet, aber egal. Nimm das. Der hält aber viel aus. Ist ja fast so wie der andere Wurm. Oder ist das vielleicht sogar einfach nur sein Hinterleib quasi? Ich meine, das Ding ist schon sehr groß und sehr lang. Hey. Nimm das! Oh, Erika. Und Energie und Missiles. Juhu. Schön. Was gibt's denn hier unten? Puff. Aua. Da ist nix. Das sieht wieder so verdächtig aus, kann das sein? Oder? Nein, tut es nicht. Da! Ich wusste es doch. Es sah so komisch aus, ne? Jetzt krabbelt mal schneller, ist ja. Jetzt machen wir es einfach so. Juhu! Je mehr Missiles, desto besser. Gibt's auf der anderen Seite auch was? Das sieht auch so danach aus, aber... Nee. Ich vergesse immer, dass man auch schräg schießen kann. Mit Schultertaste. Naja. Egal. Ja, schön. Ach, jetzt sind wir wieder hier, bei den komischen Dingern und bei dieser Schleuder. Dieses Geräusch, wenn die einfrieren. Dieses leichte Knacken. Hier ist nichts mehr, ne? Nein. Ja, gut. Hui! Moment, jetzt bin ich ja einmal rumgegangen. Wobei, eigentlich kann ich ja auch, nee. Ja, doch. Ja, nee. Ich habe gerade nach dem schnelleren Ausgang überlegt, aber hier lang. Nimm einfach diesen Weg. Ich meine, der hat ja auch wieder diese auflösbaren Steine am Ende. Und, hä? Und vergessen. Ich bin verwirrt. Nein, hat er doch nicht. Ach Mann. Also nochmal außenrum. Aber hat mir. Was bringt denn die Sackgasse da, außer einen zu verkohlen? Ja. Egal. Gut, nehmen wir wieder den anderen Weg. Ach ja, dieses Tunnelsystem. Es erfreut mein Herz, wirklich. Hallo, Schiene? Schiene? Komm mal da angewackelt. Ja, danke. Jui. So reißt es sich doch viel angenehmer, würde ich mal sagen. Jui. Das war knapp. Aber auf der Kante kann man am besten balancieren.
Hui. 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 Aua. Gut, dann haben wir diesen Teil doch jetzt mal geschafft, würde ich sagen. Und wir haben die Schienen jetzt aktiviert. Ich höre die Müllabfuhr. Ich hoffe, das hört man jetzt auf der Aufnahme nicht. Und ein Chopper. Ja, ich habe das Fenster aufgemacht, weil ich mir gedacht habe, man müsste mal wieder lüften. Denn, ja, mein Büro ist halt an der, also im Dachboden. In der Dachschräge. Und wenn die Sonne so richtig schön scheint, dann erhitzt das richtig doll. Also es ist nicht schön. Mie, mie. Och Mann, oh. Och Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh. Ich will da durch. Jawohl. Warum sollte man sonst so eine Kante anbauen? Ne? Warum wohl? Und da ist die Schiene wieder. Juhu. Piu, 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 piu. Also hier kann ich mich runtersprengen, aber ich gucke trotzdem nochmal. Geh mal weg, Krabi. Da ist wieder so eine Tülle, so ein Zylinder. Was ist hier? Hier ist nix. Mysteriös. Da ist so ein komisches Ding. Das sieht gefährlich aus. Muss ich wahrscheinlich erstmal besiegen. Geh weg, geh weg. Hey. Wieso verändert der eigentlich seine Farbe? Weil er sauer ist? Naja, egal, jetzt ist er weg. Aber jetzt ist die Schleuse offen. Sehr schön. Und da ist ein weiterer Missile-Container. Juhu! Ich würde sagen, damit sind wir schon sehr gut gewaffnet. Und diese Säure oder Lava oder was es sein soll, ist jetzt auch weg. Schön. Okay. Moment mal. Also ich bin richtig angefixt von dieser Sache. Von wegen Bombe dich überall durch. Also hier sieht man es aber. Dass ich mich durch die Schleuse jetzt gebombt habe. Ich wollte eigentlich nur... Ja? Komme ich hin? Da komme ich hin. Ja, so ein Secret Room. Wie? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Wie? Dass die auch noch nachkommen. Machen wir es mal so. Achso, ich muss diese komischen Teile auch erstmal kaputt schlagen können. Oder schießen können. Ja, Krabi. Schön. Da komme ich nicht hin. Das ist ja fies. Da ist bestimmt was ganz Cooles. Aber da oben ist was. Da oben ist wieder so eine Röhre, sag ich mal, wo ich mich durchschlagen kann. Ah, ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Meine Güte. Ich muss da irgendwie hinrollen. Aber wie? Ah, so. So, was ist das? Unbekanntes Objekt. Analyse ergebnislos. Inkompatibel mit Anzug. Ja. Hauptsache, man kann die Steine wegschießen. Wobei. Ach, ich wollte doch Energie tanken. Kann ich das nicht? Geht doch. Meine Güte, 60 Missiles haben wir jetzt. Komplett. Schön. Dann würde ich sagen, wir können jetzt langsam mal zum nächsten Speicherpunkt. Oh, diese Insekten, die gehen mir langsam auf den Keks. Huch. Das ist interessant. So. Gut.
Hier ist alles grün. Komische Viecher wieder. Ich renne mal einfach durch. Wird schon irgendwie. Oh, jetzt sind es aber wirklich viele. Verdammt viele sogar. Ein Speicherpunkt. Oh, wie schön. Das passt doch perfekt. Dann kann ich jetzt speichern und den Part beenden. Also, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, wieder ein Däumchen nach oben geben, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Bis bald. Tschüss.